So, da sind wir zurück und deswegen würde ich auch sagen, ein Hallöchen auch an YouTube da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid bei unserem wunderschönen Mod-Päckchen Exotic Industry. Ich bin wie immer nicht alleine, heute kurz mit Phantom alleine, aber Nova sollte auch bald dazu stoßen. Da freue ich mich natürlich auch darauf. In diesem Sinne, wenn ihr neu sein solltet und nichts mehr verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen, gerne ein Däumchen dalassen, gerne Kommentare dalassen und wenn ihr live hier mal dabei sein wollt, na, ihr seht da unten rechts, der Chat ist auch da, dann einfach unten den Twitch-Link folgen und in der Videobeschreibung. Oder geht auf Discord, da könnt ihr auch hingehen. Ach, diese scheiß Schleichwerbung, ey. Wird immer mehr, es wird immer mehr, der Scheiß. Wassermarsch, alles klar. Marcel, dankeschön, ich hau mal einen rein hier. Luca, Caps Lock. Ja, er wollte halt mal nach YouTube schreien. Es gibt sogar, glaube ich, einen YouTube-Befehl für Hallo YouTube. Ja, genau, warte. Hier. Kann man sich ja mal merken. So. Dann schauen wir mal für diejenigen. Ich muss. Es ist schon wieder ein bisschen her. Wegen krankheitsbedingt und alles. Da vergisst man dann wieder einiges. Also hier oben ist ja schon einiges angebaut worden. Ist aber noch nicht fertig. Soweit ich das beurteilen kann. Genau. Was aber nicht tragisch ist. Ah, wobei, hier stehen sogar schon die ersten Züge, muss ich sagen. Okay. Ein paar Öle gibt es schon. Ja, er muss ja auch schon was nach hier unten bringen. Hier. Ah. Was ist denn das für eine Anlage? Ja, das ist eine alte Anlage hier unten. Ach so. Okay. Die muss er ja füttern. Da hat er ja alles abgekleppt gehabt. Ja. Die Crush. Das kennst du auch. Die Crushed Cold Coke Anlage, die gibt's doch nicht, ne? Wir haben ja eine To-Do-Liste, stimmt ja. Ja, deswegen, weil ich sehe gerade, ich bin noch dabei, die Stahlschmelze zu machen. Und für meine Stahlschmelze brauche ich natürlich hier unten, ich mache das ja mit Chemikalfabriken und die brauchen Crushed Coal. Ja, und ich habe gerade gesehen, dass ich mir die Schaltkreise rot zugewiesen habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Das ist eine gute Frage. Das müsste ja alles da sein, oder? Nee, ich muss erst noch Kunststoffstangen machen. Nee, wieso? Die kommen doch irgendwann bei Nova raus, oder nicht? Hat's aber noch nicht. Nee, brauchen wir eine größere. Ich hatte Nova aber das letzte Mal auch gesagt, dass ich die Kunststoffstangen machen und die Insulated Wire, damit ich dann die erweiterten Schaltkreise machen kann. Okay, dann macht's ja eher Sinn, erstmal was anderes zu machen als die Schaltkreise. Ja, wie gesagt, ich mache erst die Kunststoffstangen. Mit den Kunststoffstangen kann ich dann endlich die Insulated Wire machen und dann mit denen kann ich dann die Schaltkreise machen. Ja, YouTube ist ein bisschen merkwürdig, Black Dragon. Ja. Und Nova soll halt seine Schwefelsäure groß aufziehen. Ja, das werden wir dann sehen, wenn er da ist. Ja, on masse. Ja, definitiv. Ja, nicht nur das. Real C-Tags, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben doch die Labore hier. Sind doch... Ja, Gott sei Dank. Die bauen wir hier. Warum habe ich denn... Ich erinnere mich gar nicht dran. Warum habe ich denn mitten in der Planung aufgehört zu bauen? Weil wir dann unterwegs waren, hier unten frei zu machen. Mhm. Aber ich habe mich ja auch da ausgelockt, wo ich gerade bin. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass ich das nicht fertig gemacht habe. Jetzt machen wir erstmal die ganzen Fließbänder hier fertig. Weil es, glaube ich, schon 12:30 war oder so. Ja, das kann auch gut sein. So, dann, Warte mal. Doch, wir haben das doch schon. Opa, hier, da. Habe ich schon gebaut. Cool. Die Crushed Coal. Das ist doch das. Coal Coal. Coal Gas. Und. Ah, nee, das ist Coal Coke. Oh, das macht mich jetzt irre. Coal Coke und ich brauche
Crushed Coal Coke. Wieso muss ich das auch noch crushen? So eine Scheiße. Ich glaube, ich wollte dann aber die Anlage hier einfach, Doch, Crusher, oder? Ja, theoretisch kann ich die Anlage kopieren und irgendwo hinsetzen. Und dann halt umstellen auf, Coal Coke crushen. Ja, theoretisch. Sehr spät und erkannt, dass Kohle auch noch fehlt. Ja, das... Nee, dass Kohle fehlt, das weiß ich. Das weiß ich, dass das hier fehlt. Das ist mir nicht neu. Wir reißen es jetzt einfach erstmal ab. Ah. Damit. So, erstmal den Teil da einfach mal weg. Weil ich möchte gucken, ob ich das auch ohne Umstrukturierung hier hinkriege. Mal angenommen. Also, wir müssen ja hier Crushed Coal noch reinkriegen. Wenn das die Ausgabe ist, klar, man könnte hier ein Fließband hinsetzen und da die Greifer hinsetzen. Die Frage ist, na, es ist schwer, das hier reinzukriegen ohne großartigen Umbau, ne? Ja, wir müssen es ein bisschen breiter machen, dann könnte man nämlich hier ein Fließband hinsetzen. Auf der Seite hier. Ja, dann müssen wir das so machen. Passt das von oben? Platz nach oben haben wir ja. Das ist okay. SWHH-Live hat gerade mit Prime abonniert. So, erstmal die Werbung ausschalten. SWH Live, vielen, vielen Dank für deinen Prime. Liebe geht natürlich raus. Dankeschön, dass ich dein Prime für diesen Monat sein darf. Willkommen in der Abo-Falle. Dankeschön für deinen Support. Okay, dann reißen wir das jetzt mal hier kurz so ab. So, dann würde ich sagen, wir packen hier die Greifer immer hin. Ne? Na, dann brauchen wir einiges an Rohre mehr. Nehmen wir gerade mal hier ein bisschen Schwall an Rohren raus. So. Halt, müssen wir mal so machen. Nee, auch nicht. Warte mal. Ach, das geht nicht so, ne? Ich bin noch in einem anderen Gameplay drin, deswegen. Ich muss gerade wieder umdenken, ne? Ja, das ist. Ja, oh, ich werde nie davor im Stream was anderes zocken. Das ist echt dumm. Das ist echt dämlich. Nein, geht nicht. Wir müssen ein bisschen Platz lassen, okay. Dann machen wir das einfach so. So wäre es einfacher. Beziehungsweise wartet. So müsste es gehen. So. Dann haben wir nämlich so ein Zweierpäckchen. Dass wir einmal das so machen und einmal so machen. Dann haben wir das da. Da ganz normal der Ausgang. Also mal die Dinger hier auch nochmal weg. Wer hat gesagt, das geht nicht? Natürlich geht das. Es geht doch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Entweder einen Platz dazwischen oder von außen zuführen. Nee, geht immer noch mit Platz eng. Außer ich habe einen Denkfehler, aber es sieht doch gut aus. Dann wäre das die Kohle, quasi. Einfach nur kreativ sein, ne? So. Ah, wir hätten hier oben anfangen sollen. Trotzdem kurz, was hier fehlt. Bauen wir das hier kurz nach. Dass das Handcrafting schon mal ein bisschen was macht, noch nebenher. So. Dann fangen wir nämlich hier oben mit der Kohle an.
Der Greifer ist da. Ich hoffe, der Tunnel reicht von der Länge her. Der wäre da. Ja, der reicht, Gott sei Dank. Sehr gut. Fehlen uns noch die Dinger hier. Du Fuchs. Ja, gell? Irgendwas muss man ja können. Im Laufe seiner Jahre. Das reicht aber nicht, ne? Der Zug fährt hier schon. Passt. Was? Neue Strecke und der Zug fährt hier schon. Nee, ja. Wo bist du denn? Da oben. Ach so. Okay. Ach, warte mal. Das ist falsch. Das passt. So, okay. Das ist in Ordnung. Hier fehlt noch der Greifer. So, da müssen wir nämlich jetzt ab jetzt abreißen, weil jetzt ab jetzt passt es halt nicht mehr. Das einmal weg. Das müsste so hinhauen. Achso, ich wollte dir ja noch was zeigen, ne? Ja, was denn? Mit den Kartensets auf der Karte setzen. Achso, dann cheaten. Ja, cheaten ist gut. Ja, dann sag mir mal, komm, sag mir mal. So. Dann geh doch mal in die Einstellung und in die Mod-Einstellung. Ah, sehe. So, dann war das jetzt, muss ich noch mal ganz kurz gucken. Das Pro-Spieler. Mhm. Genau. Mod-Einstellung Pro-Spieler, runter zur Remote-Configuration. Was für eine Configuration? Ah, Remote. Remote, genau. So. Und dann nimmst du das Häkchen bei Build Ghosts in Map without holding Shift raus. Ah, okay. Ja gut, dann mir egal. Also, ja, dann. Ja, mir wurscht. Könnt's auch drin lassen. Wie gesagt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja, ja, pro Spieler eine Einstellung. Nimmt ein bisschen die Herausforderung, aber muss ich schon kein Dos Kiando spielen. So, das passt noch, ja. Ach, das sind die Greifer falsch rum. Deswegen. Okay. So, dann passt es auch. So, ab jetzt passt es halt hier auch nicht mehr, was ja klar ist. Jetzt können wir aber das hier quasi nehmen. Ja, das müssen wir jetzt eh rausschmeißen hier. Aber der Winter auf, jetzt kommt der schon wieder. Marcel, ey. Ah. Marcel ist nur da zum Trollen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ah, ja, ich habe aber echt viel Blödsinn dabei. Muss ich jetzt auch mal ehrlich gestehen. Also alles wie immer. Ja, alles wie immer. So, außerdem ist Inventar aufräumen immer eine gute Übung, um herauszufinden, wo eigentlich alles hinkommt. Ich würde fast sagen, den Rest brauche ich. Ja, es ist halt so. Ich brauche halt einfach alles. Gut, ich brauche jetzt keine 150 Signale, aber das Problem ist, ich kriege die hier nicht rein, weil die Kisten hier kacke konfiguriert sind. Ich würde höchstens das so machen. Und zwei Stacks mal hier reinlegen. Mal hier noch ein Stack und... Ach... So.
Aber sonst... Energiekristall vielleicht noch. Warte mal, wir hatten doch irgendwo eine provisorische Anlage, wo das doch umgewandelt wird in Solar. Das war bei... Das haben wir, glaube ich, abgerissen und haben es irgendwo... Ah, warte mal, das haben wir hier, hier. Da. Ah, für Lasertürme. Da rein. Vor allem könntest du direkt noch die Strommästen ordnen. Ah, genau, bevor ich die Blueprints mache. Warte mal, wir machen mal die Strommästen hier auch mal eben weg. Eine gute Idee. Gleichzeitig holen wir uns noch mal weitere Chemiefabriken, dass die Anlage hier weiter bauen kann. So. Und dann gucken wir mal. Das Blöde ist natürlich jetzt... Oh, das macht... Es gibt ein Problem. Die Strommästen. Müssen wir doch ein... Müssen wir doch Platz lassen. Will's eigentlich nicht. Haben wir Umspannwerke? Nee, ne? Nee. Doch, doch. Aber wo gibt's denn... Was gibt's denn für ein Problem? Ja, wie schließe ich die hier an? Die kriegen keinen Strom. Ohne dass ich jetzt irgendwo einen Platz zwischenlasse. Weil da, wo ich stehe, kommen ja auch Anlagen hin. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, ich könnte ja untertunneln. Hast recht, ja, hast recht. Ja, ja, ja. Strommasten tunneln. Da, guck, Klaas hat Ahnung. Klaas hat Ahnung. Sag's ja. Und was würde ich ohne Klaas tun? Nicht verrecken, ne? Ungefähr so. So, dann machen wir hier einen Strommast hin. Und da einen Strommast hin. So, Mitte ist ja gut. Die sind ja versorgt hier. Weil, doch den lassen wir, damit hier die Brücke funktioniert. Das ist okay. Also, was will ich ohne Glas tun? Längst aufgeben können. Also du kannst die Icons auf der Map anmachen. Ist der letzte Knopf links, dann siehst du, wo was gemacht wird. Hä? Ganz unten. Was ist das hier? Ja, ja. Super, toll. Sehe ich ja noch mehr. Das Problem an diesem Ding hier ist, du musst so nah ran scrollen. Das hilft nicht wirklich, meiner Meinung nach. Also, das kannst du, glaube ich, auch irgendwo einstellen. Ja, aber da ist es so groß, dass ich nichts mehr sehe. Alles gut, ich weiß doch, wo was ist. Ich brauche das doch gar nicht. Ich hab doch alles im Kopf. Das ist eine Übungssache. Man muss sich die Sachen merken können. Ja. So. Okay, gut. Super Chance. Mal kurz weg. So, dann können wir das mal kurz kopieren. Packen das hier so hin. So. Das Genie überblickt das Chaos. So sieht's aus. So, wir verzichten auch jetzt wirklich auf die Ausrechnerei. Das ist jetzt egal. Ich will es einfach nur fertig kriegen. Aber Dossi. Ja, was denn? Das eine da sieht noch unschön aus. Was denn? Weil hier so viele Rummästen. Ja. Ja, die unteren kommen weg. Aber den brauche ich halt dann. Das war der falsche. So. Da ein und wir brauchen theoretisch da ein. So. Mega unsymmetrisch. Aber ist doch so. Den brauche ich ja als Brücke, ja. Den muss ich da lassen. So, dann haben wir das da. Dann kommt hier einer hin und da einer hin. Daran liegt's. Hm? Nur war hier ein Purify zu wenig. Achso. Das Wasser geht nicht schnell genug weg.
Wo denn? Hier. Haben wir gerade noch einen reingesetzt. Oh, wenn das Schnaps sieht. Dass der Schnaps sie sieht. Dann muss er ein Auge zudrücken. Da kennst du ihn immer ganz schlecht. Da kommt am Ende nur noch Feststoff raus. Oh. Oh. Warte mal, hä? Nee, passt. Nee, hä? Oh, ich bin verwirrt. Die ganze Anlage ist für den Arsch. Warum? Ich bin verwirrt. Ja, weil da Flüssigkeit rauskommt. Ja, da kommt Flüssigkeit raus, Dossi. Ja, jetzt überlege ich gerade. Entweder... Ist doch geil. Was denn? Ist doch einfach. Ja, entweder ich baue jetzt alles um auf Flüssigkeiten und gebe das hier auf den Bahnhof und baue dann woanders eine Schmelze, wo die Flüssigkeit einfach nur annimmt. Oder ich lasse das hier unten einfließen und mache da oben daraus die Barren dann. Aber dann ist der Output nicht so schön, glaube ich. Befürchte ich, ja. Ja, dann... wird es darauf hinauslaufen. Ja, es ist okay. Kann das alles mal weg hier. Ach, Scheißdreck. Ah, das war zu viel. Ups, schade. Reisabbau neu. Nee. Es ist positiv. Damit sparst du wieder 2 Reihen Platz pro Bahn. Aber ja, gut, Platzproblem wäre jetzt hier eh nicht. Von dem her. Wir lassen es jetzt erstmal so. Wir testen es jetzt einfach aus. Es ist ein bisschen ärgerlich. So. Da fällt einem nichts mehr ein, oder? Also, I don't know. Ach, vor allem, hier fehlen ja auch immer noch die Rohre, ne? Habe ich die gerade alle weggerissen? Ernsthaft? Ach, dann brauche ich ja auch... ich krieg eins viel. So. Passt. Das passt auch. So, okay. Das passt. Das ist angeschlossen. Das ist angeschlossen. Okay. So. Dann können wir rein theoretisch das auch. Ups. Das auch einfach hier so lang ziehen. Das so lang ziehen. Ist ja wurscht. Ups. Was? Ups kostet extra. Ups. Oh je. Machst du da alles kaputt? Ich muss nur was Wasserleitung hier verlegen. Die stört. Die ist im Weg. Ich will hier bauen. Und der See ist im Weg. Wo willst du denn bauen? Da unten? Okay. Ja. Was kommt da hin? Und das ist im Weg hier. Gott, wo geht das hin? Okay. Das geht zu seiner Anlage in der Mitte. Es geht da irgendwo hin. Ja, okay. Hallo, was wäre, wenn du das gleiche direkt im Stahlbeton machst, also verflüssigen und dann gleich nächste Maschine barren? Ne, dafür ist der Platz nicht da, dann ist der Output viel zu klein, weil das Ding hier soll ja das alles befüllen. Wenn ich jetzt nur hier einschmelze und da die Barren mache, dann habe ich nachher hier 2 volle Tanks und habe Potenzial verschwendet. Deswegen, es wird ein 1:1, also es ist zwar jetzt nicht ausgerechnet, ich hab's mir auch ehrlich gesagt, weiß es nicht mehr genau, aber das. Deswegen. Lassen wir das lieber so.
Passt das jetzt so vom Anschluss her? Müsste hinhauen. Wir müssen nämlich hier auch noch irgendwie die Kohle rankriegen, beziehungsweise irgendwie hier, irgendwo hier durchkriegen. Bahnhof wäre geplant hier hinten. Muss halt irgendwo... Na gut, ich könnte hier oben schön sauber mit einem Fließband und dann hier durchgehen. Ja doch, das können wir so machen, das ist okay. Es sieht dann noch nicht doof aus. Beton war hier. Abgesehen von dem Anschluss an den Tank sieht das gut aus. Ich hab noch gar keinen Tank. Achso, du meinst die Tanks hier. Ja, müssen wir gucken, gleich immer das anschließen. Wir haben zu wenig Ausgänge quasi, weil wir haben ja hier 4 Ausgänge und wir haben hier 1, 2. Der hat 1, 2. Ne, passt doch. Stimmt, wir müssen sie nur richtig anschließen. Hier, der da. Ist der da hier? Der da muss daran. Da. Der ist da. Die beiden müssen verbunden werden. Machen wir es so. So. Der da geht ja da lang. So. Nee, warte mal. Ach nee, Quatsch. Blödsinn. Du hast Ausgänge am Tank. Ja. Ich sag ja. Oh, ich bin heute echt nicht gut drauf. Ich sehe schon. Holy moly, Macaroni. So, jetzt passt. Okay. Ah. Ja, symmetrisch ist es nicht, nee. Jetzt rasten wir den Blödsinn hier ab. Komm, macht auch mal was. Ihr faulen Drohnen. So, Kunststoff. Was brauche ich für Kunststoff? Welches Kunststoff mache ich? So, Kohle haben wir, ne? Gibt es mehrere Rezepte? Ja, es gibt 2 Rezepte. Einmal mit Kohle und einmal mit Benzol, glaube ich. Ja. Na gut, Benzol sollte doch... Gut, kommt zwar hier rum, aber... Oh, Nova. Ja, da fehlt auch eine gleichmäßige Abnahme da oben. Da sind nirgends Schaltungen dran. So, ja. Wir nehmen jetzt einfach das da hier, drücken da drauf, gehen hier auf den Tank. Und suchen jetzt die falschen Rohre raus. Oh Gott. Das passt. Das passt hier nicht. Und das passt so. Das Problem. Ja, gut, doch. Ich könnte die Anlage so hinsetzen, dass die 2 Rohre auf den 2 basiert, weil du hast ja hier auch nur einen Abstand. Ja, da hast du recht. Das könnte man sogar tatsächlich machen, ja. Das wäre dann so. Von da kommt das. Ja, machen wir es so. Habe ich keine Drohnen mehr? Nein. Okay, dann aktiviere ich mal kurz die hier. Während ich neue Munition hole. So. Cool Gas. Wo machen wir denn Cool Gas? Das mache ich. Glaube ich. Okay. Oh. Ja. Dann ist es aber leer. Nee. Das ist voller wie voll. Voller wie voll? Ja. Weil bald Nova kommt nichts an. Ja, wahrscheinlich, weil er nichts eingestellt hat. Ja,
wahrscheinlich, weil wir... Doch, doch, eigentlich müsste er... Wartet bei Kohlgas. Volle Fracht. Ja, der ist bei einem anderen Bahnhof. Da gibt's wohl irgendwo noch einen Kohlgas-Bahnhof, der nicht ausgeschaltet... Ja, hier. Der ist halt nicht ausgeschalten. Ist halt... Ja. Kann ja nicht funktionieren. Ich schick den mal weg. Der ist nicht geschaltet, dass er... Der ist gar nichts. Deswegen, ich hab mal Zugbeschränkungen aktiviert auf 0, dass da keiner mehr hingeht. Ja. Weil da wird da, glaube ich, eh gerade nichts hergestellt. Nö. Irgendwie. Und das freut sich das Symmetrieauge. Ja, ja, definitiv. Wenn es so einfach geht, dann mache ich das auch. Hier wird nichts hergestellt, weil hier alles voll ist. Ja, klar, weil hier keine Abnahme ist. Oder selten Abnahme, was Stahl angeht. Ja. So, jetzt kann das wieder weg. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das hier geht jetzt da wieder hin. So wie es ursprünglich war. Genau. Das da geht dann da wieder hin. Das kann weg. Das kann weg. So. Dann ist das hier da. Dann brauchen wir nochmal von den Laboren welche. So. Ich wundere es, dass der Strom hier nicht durchgeht. Achso, weil hier. Machen wir halt hier ein Verbindungsstück. Da ein Verbindungsstück. Da eins und da eins. So. Fehlt immer noch Labore. Aber. Ja, okay. Reicht so oder so nicht. So, dann wäre das fertig. Dann nehmen wir das hier nochmal. Reißen es nochmal ab. Und packen es dahin. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Und das kommt dahin. So, dann passt es auch. Schaltungstechnisch ist hier was eingestellt. Okay. Ah, lecker. Ich bin mal eben weg. Komm später wieder. Alles klar, Luca. Dankeschön fürs dabei sein. Und dann sage ich einfach mal bis später. Bye, bye. Lass dir schmecken, falls du essen bist. So, hier fehlt einfach nur der Anschluss. So. Weiß ich nicht, wo es Punkt Zoll hingeht. Oh. So, passt auch. Das heißt, die Anlage ist fast fertig. Okay, jetzt passt's. Okay. Kannst du noch in der freien Plätze Chemiefabriken reinhauen? Hab ich. Hehe. So, jetzt ist natürlich die Frage. Flüssigkeitsbahnhof. Den nehmen wir nicht. Wo haben wir denn Flüssigkeitsbahnhöfe, die geschalten sind? Oh, hier ist ein Schaltungsfehler. Eingangssignal 150. Ich mach das mit Kohle. Warte, was steht hier? Genug. Hä? Ach, die stacken nur 50. Das ist ja doof. Bedingungen, kleine 150. Dann machen wir hier eine 0 draus. Ist ja doof. Mein Kohlgas. Ah, ja, stimmt. Mein Kohlgas. Gut, das ist halt.
Ja, stimmt, genau. Das ist ja auch eine Abnahme. Ja, ja, ja. Gut. Da haben wir halt hier die drei Tanks. Wir kommen halt mit zwei. Das ist ein bisschen doof. Weil wir hier mit zwei kommen. Also einmal hier und einmal da. Bitte, warte. Ey, oh, ist auch ein. Ja, okay. Halt, Tanks habe ich noch da. Moment, die baue ich doch hier. So. Eins, zwei. Nee, ein. Einzug. So, eins, zwei. Eins, zwei. So, dann... Where is it? Wir machen auch hier die Verbindung, dass ich das einfach ausgleichen kann. Ja, ein Zwischenspeicher kommt. Theoretisch, wir nehmen den hier, weil der hat drei Eingänge und einen... Ja, wobei es ja eigentlich egal, welchen wir nehmen. An der hier. Hast du schon mal einen Storage Tank Column gebaut? Wie viele Eingänge der hat? Ich sehe das nämlich hier nicht. Was? Steel, Beam und Beton. Alles gut. Beton und Steel. Ich baue mal ein. Vielleicht sieht der optisch ganz gut aus. Oh, okay. Nee, der ist scheiße. Nee, ich brauche... Achso, warte mal. Ich habe zwei Eingänge und habe drei Ausgänge. Ich brauche eigentlich den hier. Ja, ich muss so einen großen bauen. Ja, bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ah, das ist egal, wie man es macht. Das ist scheiße. Das geht mir so auf den Keks. Mit... Es bleibt nichts anderes übrig. Also es wird auf jeden Fall hässlich. Anders kann ich es, glaube ich, gar nicht garantieren. Ach Quatsch, nein, nicht den da. Den da. Machen wir es so. Dann haben wir quasi hier die zwei Eingänge. Machen jetzt viele, 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 viele Pumpen. So. Dann begrenzen wir die hier. Gleiche Einstellung. Und jetzt kommt halt die Unsymmetrie. Wir haben zwei hier und haben jetzt. Oder wir machen es so. Aber hier vorne ist halt die Unsymmetrie. Also, es ist halt. Es ist halt. Bleh. Okay. Und dann haben wir einen Eingang hier, einen Eingang da und einen Eingang da. Was fehlt uns? Stahl, okay. Damit kann ich leben. Ja, wir können direkt Elektromotor bauen. Ja, irgendwann schon. Mann, gut, dass ich nicht so einen Monk in mir habe und mir Symmetrie situationsbedingt völlig egal ist und auch nicht nervt. Ja, manchmal ist es mir auch egal tatsächlich. Aber wenn ich dann euch als Unterstützung habe und Glas einen so motiviert, bin ich im Nachhinein, wenn ich jetzt hier so rauszoome, sieht es halt schön aus, ne? Also vorher sah es nicht so schön aus. Jetzt sieht das Ganze schon schön aus. Außer halt das da hier, aber mit sowas kann ich leben. Ich hätte jetzt quasi einen Tank gebraucht, der hier in der Mitte den Ausgang hätte. Dann wäre das. Aber es ist allein schon wegen denen hier. Wird schon ein bisschen unsymmetrisch von dem her. Alles gut. Ja. Aber man sieht es ja hier auch bei den Anschlüssen. Oh, warte mal. Da kann man es hinkriegen. Immerhin. Und da auch. Da auch sogar. Nice. Nur da nicht. Naja. So. Dann müssen wir jetzt hier die Einstellung holen von Flüssigkeiten. Das wäre quasi das da hier. So. Dann hätten wir das auch. Was steht hier? Das ist jetzt... jetzt müssen wir aufpassen. Steel.
Das wäre jetzt Molten Steel. Und jetzt müssen wir irgendwo eine kleine Mini-Anlage bauen, wo wir das da verarbeiten. Also bei uns symmetrisch im akzeptablen Rahmen. Ja, eben. Weil es halt nicht anders geht, dadurch, dass die Tanks hier halt so gesetzt sind, wie sie gesetzt sind. Das geht halt nicht anders. Ups, da fehlt noch ein Rohr. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir brauchen 1, 2, 3 Fließbänder. Die kriegen wir hier durch. Wie viel kriegen wir hier maximal durch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja, das passt sogar. Perfekto. Okay. Oh, und wie das passt. Und wie das passt. Wie die Faust aufs Auge, ey, ganz ehrlich. Sabalot, ey. Oh, da hat noch was gefehlt. Laufen wir mal durch. Nicht, dass da noch irgendwo anders was fehlt. Hab mich gerade nur, ob der noch nicht eingestellt ist. Krass, wir haben auf jeden Fall zu wenig Eisenerz. Hier kommt nicht einmal ein Eisenerzzug vorbei. Oh Mann. Man kann doch eine Chemiefabrik neben den Pumpen am Output hinhauen, wenn es sowieso nicht ausgerechnet ist. Man kann noch eine... Ja, man kann hier noch welche setzen und man kann theoretisch da auch noch welche setzen. Ja, aber wenn ich hier welche setze, ist die Symmetrie kaputt. Da könnte man noch setzen. Aber wir müssen jetzt, dadurch, dass es nicht ausgerechnet ist, müssen wir erstmal gucken, wie das hier läuft. Momentan ist eh das Problem, dass wir kein Erz haben. Brauche ich hier eine Ersatzstrecke, dass hier ein Zug durchkommt? Ja, stimmt, fürs Abholen. Fürs Abholen brauche ich auf jeden Fall eine Durchgangsspur. Dann machen wir das hier als Durchgangsspur. Und packen hier quasi dann den Kohlebahnhof hin. Ah, ernsthaft. Es tut so weh. Es tut so weh. Ah. Wartet, So. Na. Doch nicht? Komm schon. Oh, die Vorschläge sind so genial. Dieses... Oh Gott. Ich nutze es halt einfach nie. Ach komm, ey. Wegen einem scheiß fucking Feld, ey. Ah. So. Hä? Ah. Jetzt hätte ich meinen Verstand verloren, ey. Welchen? Ja. Ich weiß. Arsch. Sie Arsch. bin mir sicher, dass die Anlage für die erste Zeit genug liefern wird. Erz ist halt das Problem. Hattet ihr letzten Stream auch schon angemerkt. Und ihr wolltet mehr Eisen anschließen. Jawohl, das stimmt. Das stimme ich dir zu. Ich glaube, momentan ist auch das Problem im Erzabbau. Oder? Ah, nee, die Bohrflüssigkeit ist wieder da. Okay, dann liegt es nicht an der Bohrflüssigkeit. Es könnte entweder an dieser Anlage liegen. Nee, es liegt daran, dass wir nur einen Erzzug haben. Ja, wir haben nur einen Erzzug. Das ist das aktuelle Problem. Ja, wir haben ja auch nur eine Bohrstelle. Nee, nicht das Erz, sondern das verarbeitete Erz. Also, ach so. Das hier. Tronos, hallo zusammen. Endlich schaffe ich es mal wieder live mit dabei zu sein. Einen wunderschönen guten Abend, Tronos. Herzlich willkommen, Hallöchen. Schön, dass du hergefunden hast. Immer schön. Immer schön, schön. Schön, schön, wie es so schön heißt. So, kopieren wir das kurz rüber. Das ist natürlich Schmelze. Achso, wo fährt denn der hin? Achso, zu deinem Stallding, ne?
Nee, der fährt nicht zu Stahl, sondern der fährt meistens zu der Eisenverarbeitung. Für Eisenplatten. Eisenschmelzen normal. Deswegen kriegt die Stahlanlage nie was ab. Die ist näher dran. Ich glaube, der guckt, welcher Bahnhof am nächsten ist. Und deswegen, solange Eisenplatten nicht voll, solange Eisenbarren nicht voll läuft, wird der nicht Stahl beliefern. So rum. So, wir brauchen Crush. Eisenbarren ist doch hier voll. Oder haben wir noch irgendwo einen anderen? Warte, Crushed Coal. Ja, aber der Bahnhof ist nicht voll. Da passt noch was rein. Deswegen fährt er dahin. So. Ah, ja, stimmt. Ja. Ich denke, ihr braucht einen zweiten Anlage und auch noch mehr Eisen dann. Ja, erstmal einen zweiten Zug, weil du siehst ja, das ist voller wie sonst. Wir brauchen aber erstmal Crushed Coal, weil mir bringt nichts, wenn ich hier Eisen habe. Das bringt halt gar nichts aktuell. Passt das da so rein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich könnte es ein bisschen näher bauen. Ah, okay. Nee, da will ich es nicht hinsetzen. Wenn, dann... Was für eine Flüssigkeit da eigentlich? Warte mal, wo kommt denn die her? Warum ist hier eine Drillflüssigkeit? Keine Ahnung. Oh, das heißt, das ist hier bald leer? Habe ich hier irgendeine Verbindung gekappt? Warte mal, warte. Oh, die hier, ne? Oh, stimmt. Warte mal, wie komme ich denn? Muss ich durch meine Anlage noch ein Rohr legen? Ah. Ne, wir haben es hier schon gelegt. Warte mal, hier haben wir es doch gelegt. Da. Passt, okay. Alles gut. Ja, war die Zuleitung klar. Aber wir haben es anders umgelenkt. Aber wenn die Anlage erstmal anläuft, saugt die alles leer und der Stahlverbrauch wird auch steigen. Ja. Gut, momentan haben wir auch keinen Verbrauch. Das kommt dann nach und nach. So, was ist hier eingestellt? 150. Bei Crushed Coal weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass das die gleiche Menge an der Größe ist. So, was eingestellt? 1. Jawohl, passt. Okay. Ernsthaft. So. Damit natürlich auch hier gewährleistet ist. Einmal drauf kopieren. Crushed Coal. Das ist auch wirklich Crushed Coal, nicht, dass ich was anderes herbringe. Ja. Crushed Coal Coke. Leck mich doch. Okay, Crushed Coal Coke. Ah, da habe ich es richtig eingestellt, okay. Crushed Coal Coke. Da kommt auch auf so einen Blödsinn, ey. So viele verschiedene Kohle. Ja. Fürchterlich. Halt. So, wenn größer. 20, so. Also dafür sorge ich, also für diejenigen, die nicht wissen, glaube ich, das so beschallt, ich sorge einfach nur dafür, dass wirklich, wirklich alles gleichmäßig abgenommen wird, weil das ist bei den Anlagen das Wichtigste. Wenn irgendwo eine falsche Abnahme ist, angenommen, hier kommt keine Kohle mehr ran, weil die anderen Bänder halt alles leer gesaugt haben, dann habe ich einfach eine Unsymmetrie. Ist jetzt bei den Flüssigkeiten nicht ganz so tragisch. Es wäre nur tragisch, wenn zum Beispiel das hier gar nicht abnimmt und nur das abnimmt, dann würde halt die ganze Schmelze hier nur halb laufen, weil alles geht da oben rein und nichts wird da unten reingehen. Deswegen ist es einfach wichtig, dass jedes Fließband irgendwie gleich belastet wird. So, hier wird es jetzt ein bisschen hässlich. Wegen dieser Kurve hier. Theoretisch dürfen wir maximal bis hierher nur.
Aber das geht nicht, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab mal 2 Zucken reingekloppt. Eisenerz? Ja. Okay, ah, machen wir hier einen Knick. Wir müssen einen Knick machen, geht nicht anders. 5, 6, es geht nicht anders. Ah, ich hab mich verkalkuliert. Leck mich doch. Ach. Mann, wo? So, dann. Dann so. Ich bin manchmal so faul. Den Scheiß kopiere ich und füge ein. Das ist. So. Okay, das ist absolut nicht symmetrisch. Das ist generell nicht symmetrisch. Okay, dann machen wir einfach. Wir machen es einfach symmetrisch. So. 2, 2, 2, 2, ja. So. Jetzt wird es eh kacke. Weil wir wegen der Anlage hier nicht durchkommen. Müssen wir natürlich eh so einen dämlichen Knick machen. Brauchst blaue Tunnel für. Ja. Ich glaube, blau ist noch weit weg. Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht geguckt, ehrlich gesagt, wie weit blau weg ist. Oh, das dauert doch noch ein bisschen. Ja, gell. So. Todele. Nein. Doch. Perfekt. Okay, das wäre auch angeschlossen. Du sagtest, du hast einen zweiten Eisenerzzug draufgeknallt. Ja. Merkt man gar nicht. Wo ist denn der? Der zu waschen. Befüllt er auch noch das andere Ding. Haben wir fast drei, hä? Einer fährt jetzt dahin und der andere fährt zu Schmelze. Warte. Okay. Haben wir gerade Stromprobleme? Nee. Ja, hast recht, der fährt jetzt auch dahin. Weil der wird jetzt ja entladen. Wenn der andere losfährt. Ah, der fährt halt erst zu warten, ne? Der fährt zu warten. Und bis der bei warten angekommen ist. Ist der andere leer und dann kriegt der Bahnhof wieder das Signal zum Loslassen. Naja, das wird noch ein bisschen dauern, bis die 150 Kader erreicht sind. Man bräuchte theoretisch einen dritten Zug jetzt. Also zwei Züge reichen nicht, um das vernünftig am Laufen zu halten. Ja, brauche ich halt nur einen. Ja, Minimum. Aber die Anlage kann eh noch nicht laufen. Ich muss mir jetzt erstmal einen Platz suchen für das Crushen. Ja, weil das zumindest die andere Anlage schon befüllt wird. Ja. Komplett. Ah, ich glaube, ich wollte das hier oben gleich bauen. Oh, hallo, Spidey. Das ist das Schöne. Ich klicke einfach dahin. Auf geht's. Genau. Der Sound allein schon von dem Grabbeln, ey. Warum läuft hier nichts? Was ist hier los? Anlage ist tot. Was ist denn mit unserem Kupfer? Waschen Kupfer? Wo kommt ein
Kupfer her? Abnahmekupfer? Woran das denn? Da unten, ne? Hier fehlt Bohrflüssigkeit. Ach, guck mal, hier ist auch Eisenerz nochmal. Wir haben nämlich schon mal Eisenerz angeschlossen nochmal. Ja, wir haben doch zu wenig Bohrflüssigkeit, wusste ich es doch. Weil die Bohrflüssigkeit kommt von hier, weil hier auch wieder keine Schaltung ist oder sowas. Keine Ahnung. Hier ist ein Zug. Ein Waggon ist fast leer, während die anderen Waggons voll sind. Ich schick den jetzt trotzdem los. Hauptsache, der bringt irgendwo die scheiß Bohrflüssigkeit hin. Aber der fährt ganz woanders hin. Der fährt nach da hinten. Warum? Die ist doch fast voll. Was ist denn hier eingestellt? Deiner 75k? 61. So. Wo fährst du jetzt hin? Ah, jetzt fährt er dahin, wohin soll. Sehr gut. So. Indiana Jones Musik einfügen. Woran liegt's denn? Oh, die wird einfach so lange marschig hergestellt, die Bauflüssigkeit. Ja, weil es ja alles, das sind halt alles die provisorischen Anlagen. Ja. So, das hier können wir doch 1:1 kopieren, oder nicht? Bring die. Ja. Ich stelle mit einem Crusher aus Coal Coke. Ja. Genau. Dann können wir das eigentlich 1:1 kopieren. Hoffe ich. Sehen wir das noch? Kurz gucken. Bahnhofstechnisch. Da rein. Ja, das passt sogar. Zack. Oh, das wird teuer. Patrick, guten Tag.